Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play MTA Vio Real Life. Wieder mit mir, dem Mr. Swisszocker, und ich habe euch heute noch einen Gast mitgebracht. Sag mal hallo. Ja, moin Leute. Jo. Ja. Also ich bin der Nickname Pictures. Ich werde in nächster Zeit meinen Kanal auch dann aufziehen, so langsam. Aber ich bin zurzeit noch in der Aufbauphase. Genau. Das ist der Nickname Pictures. Ich weiß gar nicht, darf ich deinen echten Namen sagen im Video? Ja. Okay, er ist der Niklas. Er hat mir eben das super Intro gemacht, das ihr vorhin gesehen habt. Wahrscheinlich. Ja, genau. Und als Dankeschön einfach habe ich ihn mal hier reingezogen in die Aufnahme. Und ja, ich würde sagen, jetzt suchen wir erstmal deinen Tampa. Wo bist denn du? Ja, ich bin gerade irgendwo in San Fierro. Ich weiß nicht wo. Das Keine ist eine Ahnung. Sehr genaue Beschreibung. Ich bin kurz vor diesem Junge. Auto. Alter, wenn das jetzt Punkte gibt, dann gibt's Ärger, Alter. Ich hab mir den Namen. Die Bullen fahren echt wie die letzten Schweine. Da ist mir gerade einer von der Autobahnabfahrt auf meiner Seite entgegengefahren, nach oben, also ein Geisterfahrer sozusagen. Hi, jetzt bin ich bei Wankers. Wie heißt du? Nickname. Okay. Also hier unten steht ein Tampa. Ja, hier ist er, glaube ich. Mal kurz gucken. Also ich bin hier der weiße Buffalo. Ich glaube, das ist meins. Ja, sonst könnt... Also lass mal den Motor an. Jo, das ist es. Jo. Ich würde mit abgeschlossenem Auto fahren, ne? Ja? Junge, ist heute Welt ins Autofahrtag oder was? Ich weiß es nicht, aber. Oh Gott. Ich mach's aber auch. Scheißegal, die haben's verdient. Ja, was wollen wir heute machen? Keine Ahnung. Hier. Hast du das Ding, deinen Wohnwagen immer noch? Bei dem Campinghaus da, wo du letztens das geparkt hattest. Die Frage ist, welches Haus das du meinst? Ich bin letztens. Oh mein Gott. Meinst du in LS oder im Wald? Im Wald da. Nee, das habe ich schon lange nicht mehr. Weil da war Kleinkinderbefall. So dumme Kinder, die mich abballern wollten, weil ich bei ihrem Haus war. Muss ich sagen, sorry, stand nirgendwo dein Name drauf. Ja, okay. Und ja, darum habe ich jetzt hier meinen Wohnort gewechselt. Nach LV, soll ich dir das mal zeigen? Wo kann man sich hier einen Wohnwagen kaufen? Komm mit. Okay. Jetzt muss ich gucken, dass ich richtig fahre. Eigentlich könnten wir noch das Radio anmachen, dass wir da Technobase haben. Ja, das Problem war, ich habe überall gefragt, ne? Ich habe im Forum geguckt, alles, ne? Aber hier, der eine sagt mir, ist bei Wankers. Da bin ich da hingegangen, ist da nicht. So. Ja. Ich hatte nicht mehr viel Zeit, fahr zum nächsten. Ich glaube, ich habe hier keine Ahnung, ich war auf jeden Fall schon in Los Santos. Also mit den Autos da. Okay. Deswegen wusste ich nicht, ich hatte keinen Plan, was ich machen soll. Also ich hoffe, er ist noch da, aber da, wo ich den Wohnwagen gekauft habe, das war hier unten. Also jetzt sind wir hier oben, jetzt fahren wir nach da unten. Jo. Sag mal, kennst du eigentlich die Race-Server? Was? Die Race-Server? Die gibt's ja auch extra Server für Race? Nee, ich bin eigentlich immer auf Real Life Servern unterwegs. Hier kannst du dir den Wohnwagen kaufen. Da, wo der Junge super geparkt hat. Kostet 50.500 Dollar. Wie viel? 50.000. Okay, so viel habe ich nicht. Das können wir gleich lassen. Außer sie haben die Preise geändert. Schau mal. Weil der Führerschein ist jetzt neu auch 1400. Und vorher war er mal 700 irgendwas. Immer noch 50.000. Dann haben sie den nicht geändert.
Wow. Habe ich dich getroffen? Nein, nein. Nein, ja, was wollen wir machen? Ja, ich würde sagen, hier hast du schon einen Waffenschein? Ja, ich habe auch eine Waffe. Welche denn? Eagle. Ich bin auf diesem Server, jetzt habe ich leider nur diese, ich glaube, 10.000 Euro habe ich jetzt. 10.000 Dollar. Mehr habe ich jetzt noch nicht. Okay. Also, vielleicht sollte ich auch in nächster Zeit einfach mal ein bisschen mehr spielen, aber... Ja, ich habe seit der letzten Aufnahme auch nicht mehr gespielt, weil es mir einfach keinen Spaß mehr macht hier. Mal gucken. Ja. Ja, das ja, Problem ist halt, solche Games machen immer nur Spaß mit Freunden, ne? Das geht. Also ich finde, wenn du einen guten Server hast, mit einer tollen Community, dann geht's auch alleine. Weil... Heilige Sch... What the fuck? Was hat der jetzt vor? Das ist Sperrzone. Verlassen Sie diese oder Sie werden erschossen. Ja, erklär das meinen Reifen, Kollege. Wie geil das aussieht von außen. Ich war jetzt einfach außen drum und kannst mir im Arsch lecken, Kollege. Vor allem er hätte der die Polizei. Sperre auch vor der vor den Nagelbändern aufbauen können und dann nach und dann hinter. Jetzt ist dein Auto genauso schnell wie meins. Ja, Alter, das fährt sich jetzt wie so ein Scheiß. Ich weiß nicht, wie so ein Polizist. Stück Scheiße. Ey, warte, ich probiere dich mal zu überholen. Komm. Enttäusch mich nicht, du Scheiß-Tamper. Du kriegst mich nicht. Ja, vor allem das Bremsen wird jetzt zur Lachnummer, weil ich nicht lenken kann. Komm weil rum! Eier die Reifen die ganze Zeit rum. Ja, die Eier. Ja, genau, die Eier radern rum. Das haben wir früher eben gesagt. Nicht, dass das Rad eiert, sondern dass dein Ei radert. Ey, das Driften sieht aber mega geil aus. Ich kann's halt. Nee, das haben wir früher. Ich bin ja immer mit dem Fahrrad zur Schule gefahren, so 5 Kilometer jeden Tag. Ja. Ein Weg. Und jedes Mal, wenn bei irgendeinem das Rad geeiert hat, dann haben wir immer gesagt: Hey, dein Ei radert. Ich dachte gerade schon, bye-bye. Hier macht sich dann mein Drift-Training bemerkbar, Alter. Weil ich gehe ab und zu einfach mal noch gerne ein bisschen driften. Einfach so in San Piero, Las Venturas, wo kein Schwein ist. Jo. Es sind einige neue Nachrichten. VKK. Was ist denn das? Was ist denn eine VKK? Verkehrskontroll-Kacke? Ich bin schneller! Nicht! Also was? Mein Auto ist im Arsch. YOLO! Ja, los, ich komm mit. Warte. Gava Bridge, PD-Brücke. Ist eine Massen... Ja, also ich spiele auf MTR zurzeit meistens Race. Weil, das ist einfach... Alter, du brauchst dafür. Tja, hier ist auch. Nein, das war der Reifen. Weißt du was? Weil da vorne wahrscheinlich Bullen stehen, machen wir jetzt einfach mal den hier. Oh Gott. Mann, geht nicht. Rückwärts kannst du es schaffen. Mit Anlauf. Rückwärts sind die Autos immer ein bisschen. Oh Gott, selbst. Die Tampa ist. Ich wette, selbst mit Anlauf zu schlecht. What the fuck? Ich rutsch die ganze Zeit nur. What the fuck? Menschenskinder. Wenn da vorne jetzt gleich die Bullen stehen, ist auch egal. Die sind gerade durchgefahren. Aber die sind auf den Gleisen. Mann! Und da sind sie schon. Hallöchen! Ich bin dann mal weg! Wie ulkig das einfach nur ausschaut.
Ich komme hier nicht hoch. Jetzt sag mir nicht, die haben gerade die Nagelbänder weggemacht. Haben sie. Fahren wir gleich mal nochmal hin. Andere Seite. Oh, ja. Alter, ich kann gar nicht mehr denken. Gar nicht. Hm. Null. What the fuck? Oh mein Gott. Ja. So sieht professionelle. Scheiße. So sieht professionelle Polizeiarbeit aus, Leute. Eindeutig. Besser geht nicht. Fuck, 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 fuck. Au. Endlich. Wieso fahre ich eigentlich hier lang, um zu wenden? Alles kein Bulle, okay. Jump! Au, sorry, fast einen Typen platt gemacht. Scheiße, oh Gott. Ey, pass auf, da komm ich nicht hoch, pass auf. Oh, ja, yes, ja, ja, ja. Endlich wieder. Oh, mein Motor hat gequalmt. Ah, jetzt nicht mehr. Alter. Bei mir qualmt alles. Ist mein Auto eigentlich abgeschlossen? Was ist? Ob mein Auto abgeschlossen ist, Lok 1. Es war abgeschlossen. Ich fahre jetzt nochmal da zurück und gucke, ob die Typen jetzt. Gas. Ob die Typen jetzt ernsthaft die Sperre abgebaut haben. Also, ich glaube schon, weil. So wie sie da gerade vorbeikamen. Und ich habe sie danach auch nicht mehr gesehen, aber kann auch sein, dass sie dann hinterm Hügel lag. Aber merken, vorsichtig da durchfahren. Nein, also ja, sie sind weg, aber die Genies haben die Straßensperren da gelassen. Ey, warte, ist das oben auch? Was ist das denn für eine Sperrzone, Jungs? Ups. Ist das oben auch? Ja, auch. Ajo, oben ist es auch. Alter, die Polizei ist ja mal, wenn ich es so sagen darf, unfähig. Immer dumm. Ja, vor allem, ich sag mal, die kann man ja wohl so aufbauen, dass man sie vorher sieht, dass man noch ja, eben. Zu bremsen. Ich sag dir, sie hätten die Sperre machen können und dann dahinter die Nagelbänder. Genau. Machen wir ja in Real, glaube ich, auch so. Ja, oder dann siehst du es halt. Aber wenn du da mit 200 Sachen den Berg runtergeballert kommst, dann guckst du in die Röhre. Jo. So, wohin fahren wir jetzt? Don't know. To your home? To my home. Okay. Okay. Typ! Ich wollte ihn eigentlich mitnehmen. Aber egal. Also mitnehmen mit dem Kühlergrill, ne? Also so mit. Nein, ich war genau vor das Schild. Where are you, my friend? Ah, da. So. Also von Vio wird hier nicht mehr allzu viel kommen an die Leute, die hier das auf meinem Kanal schauen. Ich werde wahrscheinlich. Ich habe ja sowieso vorhin noch ein Info hier rausgehauen. Ich werde sowieso bald den Kanal wechseln. Gibt's einen neuen. Mit ein paar Kumpeln zusammen. Ja. VKK, mal gucken, ob die Verkehrskontrolle immer noch hier ist. Ich sollte jetzt nicht nach hinten schauen. Ich muss hier nach vorne gucken, damit ich nicht nochmal so ein Nagelband mitnehme. Ja, ich denke mal ganz San Fierro ist jetzt hier abgesperrt, ne? Gut. Hier ist die Sperre, aber weit und breit kein Bulle. What the fuck? Ey, die sind doch echt behindert, oder? Ach komm, wir fahren jetzt einfach. Fuck drauf, Alter, wenn hier die Bullen so dumm sind, um irgendwas auf die Reihe zu kriegen. Vor allem, wie bist du da jetzt durchgekommen? Platt machen. Ach so. Stopp, langsam, 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 hier links runter. Ach so, da. Nicht kippen! Ja, also sowas kommt zum Beispiel beim Race-Mode. Vielleicht können wir gleich nochmal auf dem Server, dann kann ich dir den vielleicht ja nochmal zeigen. Perfekt geparkt. Ja, das hier ist meine Wohnmobil. What? Okay. Also wenn ich dann vom Server gehe, kann ich dir das sonst vererben.
Aha. Hat einen Kofferraum drin, dessen Animation du allerdings nicht sehen kannst. Aha, okay. Ja. Jo. Weil ich werde aus diesem Grund von hier weggehen, weil einerseits ist es aber nicht so meins. Und vor allem, ich habe gehört, dass unser alter Server Royal Streets Real Life wieder zum Leben erweckt wird. Aha. Royal Streets Real Life? Ja, das ist kein MTA, das ist SAMP. Ah, so. Ah, ja, kenne ich. Ich habe auch schon mal überlegt, mir SAMP zu holen, aber ich finde, die Grafik ist bei MTA ein bisschen besser. Es ist GTA San Andreas. Weißt du was? Ups, geht doch nicht. Die Grafik ist ja eigentlich bei beiden gleich, ne? Ja, wobei manchmal die Figuren finde ich bei SAMP so ein bisschen rumbacken. Es kommt bei MTA meistens bei den Autos dann vor. Okay. Na, keine Ahnung. Ich finde es einfach, bei so einem großen Server, du hast halt übelst viel Scheiße. Ich meine, siehe die Bullen. Die können mal gar nichts. Also, da kann mein Bruder noch besser Straßen absperren und wieder abbauen. Wie alt ist der? Mein jüngster Bruder ist 11. Ja, der ist dann nicht viel jünger als ich. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 14. Ja, geht noch. Alter, hier auch! Verkackeiern! Ah, los, komm. Oder? Wir haben ganz SF irgendwie abgeschottet. Also ich... Alter, hä, was haben die eigentlich vor? Wollen die das ganze Gelände da draußen erneuern? Oder hatten die gerade irgendwie einfach nur Langeweile? Die ja, warte. Ui! Ich muss gerade mal mein Auto schrotten. Wieso? Keine Ahnung, ich hatte gerade mal Bock, wen zu rammen. Wenn du das Auto schrottest und das explodiert, dann ist es weg, ne? Nee, ist gar nicht. Doch. Also ich habe das hier schon mal explodieren lassen. Ich hab's einfach. Fuck! Yo, genau, Strafzettel. Strafe von $86. Boah, witzig. Warst du noch schneller als ich? Ich hab 42. Hey, na? Macht's Laufen Spaß? Och, Mann. Na, wenn das Auto explodiert und du kriegst eine Meldung, dein Auto ist kaputt gegangen, dann ist es weg. Ja, wobei es bei mir so war, ich habe das schnell wie respawned und so explodiert. Geht's. What? Wo bist du? Einfach geradeaus weitergeballert. Also. Auf einmal warst du weg. Ich habe mich wegteleportiert. Wie in League of Legends, einfach so pff, weg. Ja, spielst du League of Legends eigentlich noch aktiv? Wenn sein muss. Ich bin einfach zu dumm für dieses Spiel. Ja, ich sag mal, League of Legends ist ja wirklich jetzt in letzter Zeit übelst groß geworden. Aber ich spiele das halt schon ein bisschen länger und da ist es halt... warte, kann man die Energie fahren? Wenn ich die jetzt fahren kann, dann ist es geil. Bitte. Oh. Kannst einen Motor nicht anmachen. Warte. Slash break. Ah, scheiße. Auf jeden Fall, da braucht man ja eigentlich, also wir haben jetzt auch unser, in unserer Klasse da jetzt unser eigenes Rank-Team aufgezogen. Das ist echt geil. so dass wir es jetzt schon relativ professionell spielen, also. Okay. So, ja, das ist nice. Wir haben mit ein paar Kumpels als ein Ranked-Team aufgezogen, nur wir haben einen, der kackt einfach überall rum, weil immer sind andere schuld, obwohl er irgendwie voll am Abkacken ist. Und ich bin einfach der große Noob. Wenn irgendeine große Scheiße passiert, bin ich schuld. Ja, also ich, bei mir ist es halt so, ich bin relativ gut, ich spiele jetzt aber auch schon 2 Jahre. Also beziehungsweise ich habe eigentlich ein Jahr lang Pause gemacht und spiele jetzt aktiv ein Jahr ungefähr.
Und da ist halt so, wir haben auch einen, der laggt die ganze Zeit, weil sein Internet einfach so schlecht ist. Und das ist halt, er schiebt halt immer alles auf sein Internet, aber er kann nicht immer alles auf sein Internet schieben, weil das Internet ist gar nicht so schlecht von ihm. Also es kackt nicht wirklich immer ab. Und ja. Ja. Ja, nee, bei mir, ich geb's auch offen und ehrlich zu, ich bin einfach zu schlecht für das Spiel. Hey! Ich denk mal, ich weiß nicht, morgen oder so noch ein Video uploaden. Da. Ich hoffe, ich vergesse nicht, ihn zu verlinken. Könnt ihr bei ihm noch vorbeigucken. Ja. Ich probiere es halt immer so zu machen, wow, what the fuck. Dass ich dann nicht so ein ganzes Game aufnehme, sondern ich nehme dann immer nur die coolsten Szenen, also ich sag mal, dann Doppeltötung, Dreifachtötung, Vierfachtötung, Fünffachtötung. Ja. Wenn ich denn gerade aufnehme, wenn ich die dann erspiele. Wobei es dann halt, du hast immer ein ganzes Game genommen, ne? Jo. Als du es aufgenommen hast. Jo. Ja. So ein Game ist halt auch immer ziemlich zeitaufwendig, das ist das Problem, finde ich. Ja, okay, das ist halt 3 Stunden plus minus, ne? Ja. Also, oh, Scheiße, ey, die Tampa kommt da einfach nicht hoch. Matt! Alter, der eine springt eiskalt über mich. Ja, hast du den Sultan da auf der Seite liegen sehen? Ja, hab ich. War meine Schuld. Der eine ist eiskalt über mich gesprungen, der andere hat mich einfach nochmal die Straße runtergeschubst. Mit seinem Eiswagen. Super. Ja, was wollen wir gerade machen? Wir keine fahren Ahnung, im Grunde fahren wir die ganze Zeit nur wahllos rum, oder? Ich weiß was. Hoppala, ich muss tanken. Sonst bleiben wir bald stehen. Und reparieren. Oh, ich hab noch die Hälfte vom Tank. Bei mir ist er. Den nehme ich mit. Ja! Danke. Los! Deiner! Ich dachte, du willst ihm das Motorrad. Der hat mich abgeballert. Wie kommt der denn zu sowas hier? Dann kriegt das geht ja mal gar nicht. Das soll mich einmal versuchen abzuballern, dann kriegt der Diegel ins Maul. Ja, ich hab noch keine, von daher wird's bei mir schwierig. Du kannst ihn ablenken und ich... Oh mein nicht. Gott, oh mein Gott! Zu wenig Money dabei. Hey, los denn das... Ah, oder ist da eine Bank? 100. Ah, da ist eine Bank. Oh, ich muss mein Vehikel, also Ding jetzt mal wieder neu spawnen. /Tau. Dann ist er weg. Ehrlich jetzt? Achso, er ist, steht dann nicht mehr hier. Oh, Scheiße. Du musst zuerst /Park machen. Ah ja, stimmt. Ich fahr mal zum Paint Spray und repariere da mal die Karre. Okay, mach das mal. /Lock One. So, und... So, wenn ihr den Truckerfahrer dann einfach ein bisschen auf den Sack gehen wollt, dann schiebt den einfach mal den Anhänger weg. Oder fahrt den in die Zugmaschine. Weil meistens macht man Gefahren gut und darf man nur gewisse Zeit gewissen Damage haben. Ja, oder man stellt sich unter diesen Laster, wenn ihr so gut seid. Das ist das Beste. Unter diesen, du kennst es ja, wenn da, da ist ja so ein Zwischenraum. Ja. Ja, da musst du dich reinstellen und dann eiskalt Handbremse anziehen und so. Hm. So. Warte, du warst jetzt bei Wank. Ich bin wieder zurück. Bin wieder bei der Tanke. Achso, okay, dann komme ich da auch wieder hin. Achso, du bist schon wieder weggefahren. Yo. Ich muss gerade mal gucken, wie viel Money ich habe eigentlich. Ich habe Self. 20.000. Kann man mit kein Auto kaufen. Dann hast du ja nicht mal... Ja doch, ungefähr so viel wie ich. Ja, aber mit dem Unterschied, dass ich ein Wohnmobil habe und ein Auto. Ja. Und ein... Und alles andere eigentlich. Und eine Waffe. Und ein Flugschein. Und ein Bootschein. Und ein Angelschein. Und... Eigentlich alle Scheine, außer Flugschein B und Helikopterschein. Volltanken. So, jetzt. Hä, was hat der gemacht? Okay. Was hast du gemacht, Junge? Getankt.
Was wollen wir tun? Ich weiß es nicht. Das Problem ist, ich habe einfach noch nichts.